So Leute, endlich mal wieder Training mit einem gescheiten Trainingspartner. Ja gut, zumindest ein Trainingspartner. Heute gibt es eine richtig schöne Brustsession. Yes. Und vielleicht noch den Bizeps hinterher. Klassiker. Antagonistisch. Und ja, jetzt wärmen wir uns erstmal wieder auf. Das Programm kennt ihr schon, aber ihr seid heute Zeuge und seid beim ganzen Training dabei. Gucken wir, was noch so in dem Jungen steckt. Und es gibt mal wieder echtes Bankdrücken. Da muss ich sagen, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Tatsächlich Jahre, das ist keine Übertreibung. Wir haben immer nur Kurzhantel, sonst was, Maschinen. Aber man versucht es jetzt wieder. Habe ich nicht mehr so viel Kraft dran, aber ja. Ja, und ist auch so. Mit dem Partner macht das wieder Sinn. Tja, was für mich Gewicht ist, sind bei mir die Hände. Entweder die Hände wiegen einfach ein bisschen mehr oder da ist einfach ein bisschen weniger los. Wir sind wieder neu. Schon angekündigt, mit Partner macht die Übung auch Sinn. Deswegen habe ich die auch jahrelang nicht mehr gemacht, weil ohne Partner, da müsste man viel aufbauen. Zumal ich die auch nie so geschätzt habe und ich habe ein besseres Gefühl in Maschinen. Aber es geht nicht immer nur nach Gefühl. Das ist auch eine große Lehre, die man teilweise hat. Es kann sein, dass das Gefühl, was ja oftmals eben so hoch geschätzt wird, gerade auf YouTube, und auch damit einhergehend der Pump, weil du den Muskel gut ansteuern kannst, nicht zwangsläufig in mehr Wachstum mündet. Was sogar für mich einen echten Kopfkrieg bedeutet, denn ich gehe auch sehr viel nach Muskelgefühl und reinfinden und so weiter. Aber ich habe gemerkt, im Laufe meiner 23 Jahre Erfahrung, dass manche Übungen, in der ich gar kein Gefühl habe, Beispiel Langhantelrudern, also wenn ihr wirklich aufrecht steht und mit einer Langhantel rudert, gar kein Zielmuskelgefühl, an jeder Maschine habe ich mehr im Rücken, aber nach 3 Monaten merke ich, damit baue ich mit am meisten Masse auf. Kann also sein, dass dieses hochgeschätzte Muskelgefühl nicht immer alles ist. Hier habe ich auch recht wenig Muskelgefühl, ist aber so eine Grundübung. Der Körper muss das Gewicht irgendwie hochstemmen. Und deswegen, naja, ich baue es mal wieder ein. Und hatte das jetzt einmal vor kurzem, das erste Mal wieder. Und danach fühlte sich die Brust schon wirklich gut an, auch anders als sonst. Ich fange nie mit der Stange an, muss auch sagen, davon würde ich abraten. Viele machen nur mit der Stange am Anfang. Da kriegt ihr weder einen guten Druck auf die Brust, außer natürlich, ihr habt max 60 Kilo oder so. Aber die normalerweise so um die 100 Kilo drücken oder mehr, mit der Stange müsst ihr eigentlich nicht anfangen. Selbst nur, um die Bewegung reinzubekommen. Das ist so wenig Gewicht. Die Bewegung wird sich ändern, sobald ein bisschen mehr Druck drauf ist. Fangt ruhig immer mit 50% von eurem, nicht Max-Gewicht, Max wäre nur eine Wiederholung, von eurem Gewicht, mit dem ihr am Ende die 6 Wiederholungen schaffen wollt, an. Ich versuche auf 120 Kilo zu kommen, fange jetzt mit 60 an, gehe dann weiter hoch, 80, 100, nochmal, ein paar Wiederholungen und dann Gas geben. Hauen wir mal rein. Ja. Mal nur ein Scherz. Let's go. Fühlt sich gut an. Fuck.
Was schon mein 80% gewiss, Max. Ja, so ist besser. Nicht warten darum. Gut, du musst die Brust nicht unbedingt berühren, so bis zum Punkt, wo du es gut fühlst. Okay. Ja, sieht sauber aus. Schön. Gut, konzentriere dich nur auf das Gefühl gerade. Partner, bei denen mein letzter Aufwärmsatz sein Max-Satz ist. Ja. Das baut auf. Ja. Ja? Gut. Sehr gut. Noch ein, komm. Jetzt kriegst du es hin. Hammer.
Partner sind nicht immer nur zum Anschreien und Motivieren da. Achtet auf alle Kleinigkeiten. Guckt, dass ihr den Trainingspartner auch immer gleichzeitig als euren Zögling, Schüler, ihr seid der große Aufpasser, seht. Zwei Leute denken besser. Wenn er mal ein bisschen versetzt greift und ihr merkt, von dem Mittelpunkt aus hat er eine Hand ein bisschen zu weit dran, eine zu weit weg, mitdenken, darauf hinweisen, auf die Form hinweisen, helfen, wo ihr nur könnt, aber dafür sorgen, dass er das Maximale rausholt. Und das ist so das Tolle an Trainingspartner. Da kann man es richtig, richtig ausreizen. So, ihr seht auch, ich nutze jetzt diese erste Grundübung, Königsdisziplin, wirklich als Kraftauftankübung. Danach kann man gerne wieder auf die normalen 8, 9, 10 bis zu 12 Wiederholungen gehen. Meine Brust trainiere ich grundsätzlich eher schwer, natürlich wie immer umgekehrte Pyramide, schwerster Satz voran. Aber ihr seht, ich habe am Anfang gerade so 6 Wiederholungen selbst geschafft, dann noch intensiv dazu. Danach eigentlich auch nur wieder, da bin ich auch jetzt nicht auf 8 oder 10 Wiederholungen gegangen. Und selbst jetzt habe ich noch ein Gewicht, ich bin immer 5 pro Seite runter, also insgesamt 10 runter, jetzt bin ich bei 100 Kilo. Dieses Gewicht werde ich auch nicht mehr als 8 Mal stemmen, das heißt, ich bin eigentlich immer noch so ziemlich im unteren Wiederholungsbereich. Und danach mache ich noch einen, wo ich vielleicht mal 15 Wiederholungen raushaue, nur mit 60 Kilo oder so. Dann kommt ein bisschen Blut rein, aber vorher alles schön auf Kraft. Und es folgen noch 2, 3 Übungen, da kann ich immer noch auf mehr auf Form und mehr auf 8 bis 10 Wiederholungen gehen. Let's go, man. Ah ja. 3, 2, 1, go! Lightweight. Come on. Yep. Easy. Yep. One more. Yep, yep, yep. Yeah, man. Und was der Maib schon richtig gut kann und was eine kleine Kunst ist, denn das können nicht viele, nur einer von 4 oder 5 bin ich echt zufrieden mit, minimal helfen. Ihr seht, wir machen das auch ganz bewusst. Wir greifen nicht großartig an. Kann zwar ein Unfall geschehen, wenn ihr plötzlich nicht mehr könnt. Darauf vertrauen wir schon, dass nichts passiert. Aber ihr hilft fast nur mit 2 Fingern, Hand in der Mitte. Das sind vielleicht nur 2 Kilo. Er hat aber ein richtig gutes Gespür dafür, wie viel er hilft. Und nimmt mir auch nicht mehr ab. Merkt er, ich bleibe stehen, hilft er ein bisschen mehr. Aber ihr seht, was könnt ihr so schon tragen? Wahrscheinlich keine 5 Kilo. Mehr Kontrolle als Hilfe. Genau. Und das ist die optimale Intensivwiederholung. Die geht richtig rein. Ganz ehrlich, ich glaube, nach den 4 Sätzen hier hätte ich einen Reiz für meine Brust grob gesetzt. Ich gebe noch einen oben drauf, warte ja auch immerhin 7 Tage wieder, bis die Brust trainiert wird. Aber das hier ist es. Ja! So, easy. Mit richtig viel Muskelgefühl. Ein leichtes Gewicht. Perfekte Form. Ah, Melodie. Haben und wir wollen fliegende machen. Deswegen
das hier umfunktionieren. Ganz wichtig, wo ihr dabei daran denken müsst, ihr müsst dann weit genug vorne, hinten, wie auch immer man sieht, sitzen. Weit genug oben sitzen, damit ihr hier nicht gegenkommt mit den Kurzhanteln. Mal sehen, wie das jetzt hier klappt. Muss. Hohlkreuz die ganze Zeit, besonders wenn du oben bist. Raus, raus, raus. Ja, besser. Viel besser. Komm schon. Spannung drauf. Langsam. Okay. Langsam rollen. Und komm, komm. Okay. Und weich, schmeiß weg. Danke. 32,5. Diese Übung, Fliegende mit Kurzhanteln, ist ja richtig aus der Mode geraten, weil so ein bisschen von Fitness-YouTube verrissen wurde. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das war aber mehr Bezugnahme auf ein Video von einem dieser Fitness-YouTuber. Wer mehr dazu wissen möchte, warum ich diese Übung doch mache, obwohl es so viele Varianten gibt, die eher angepriesen werden, mit dem gleichen Widerstand über die ganze Bewegung und so weiter. Und die soll ja auch so gefährlich sein. Wer gerne mehr dazu wissen möchte, warum ich diese Übung für tatsächlich für mich eine der wichtigsten Übungen für meine Brust halte, trotz dass es eine Isolationsübung ist, trotz dass es eine ungleiche Gewichtsverteilung ist und so weiter, schreibt es in die Kommentare jetzt. Und wenn genug zustande kommen, dann gibt es ein eigenes Video zu Fliegende. Die ganzen Vorteile und warum das eine so krass gute Übung ist für euch. Sagt Schwarzenegger auch. Trainingspartner. Man muss sie lieben. Ja. Na, great, baby. Gut, und Brust hier mal aussteigen, Hohlkreuz. Vor allem oben. Jetzt, ja, schon besser. Gut, hier wollen wir hin. Ja, spitz die Titten, komm. Und Hammer, Brust raus. Und Brust rauslassen. Hammer. Alles alleine, komm schon. Alles alleine, weiter. Nicht aufgeben. Alles alleine, weiter. Und jetzt drück noch ein paar.
Come on. Yep. Easy, baby. Come on. Yep. Come on. Geht noch. Yeah, baby. Come on. Easy. Alleine. Alleine. Yep. One more? No. Yeah, come on. Oh, danke, danke. Der Trog für die Erwachsenen. Und für die Kinder. Jetzt noch Schrägbank drücken. Dann haben wir jede Seite der Brust richtig schön betont. Erstmal Grundfläche, Mittelpart, aber eigentlich alles. Beim normalen Flatbank drücken. Dann negativ liegende, vor allem Betonung unten. Und jetzt Schrägbank, mehr Betonung oben. Dann haben wir alles drin gehabt. Da vorne beides zusammengedrückt, quasi bilateral. Dann haben wir hier unilateral bereits schon gehabt mit fliegenden. Klar, die kannst du getrennt voneinander machen. Und hier auch nochmal haben wir dann beides abgehakt. Ja. Yeah. Wird. Ah, und Isolation beim letzten Mal und jetzt nochmal Grundübung. Aber ich lasse Ihnen den Vortritt. Du hast nur die Gewichte eines Anfängers. Guck mal, mit meinen Beinen so. Ja. What the hell? Ja, kannst du direkt Beintraining machen. Ja. So, Ellbogen schön hier drunter lassen. Ja. Gut. Und hier hin. Hammer, das fühlt sich genau richtig an. Hier hin. Hammer, für genau das hier. Hammer. Sieht gut aus. So, und ihr seht, er streckt die Arme auch nicht ganz aus, aber er fühlt es maximal hier. Ihr müsst die Arme nicht ausstrecken. Die Streckung ist vor allem der Trizeps und auch die vordere Schulter. Mehr braucht ihr nicht. Dazu gibt es auch ein Video hier. Anschauen. Boah! Das ist die Hebelwirkung. Ich sag bei dir. Danke. Nein? Okay. Super. Trainingspartner. Come on.
So, auch letzter Satz hier, dann haben wir schon drei Übungen. Dann machen wir noch einen Finisher. Diesmal eine Isolationsübung, wieder, aber mit einer anderen Kraftverteilung am Kabel. Vor allem, weil da nochmal richtig Gefühl reingeht. Wir sind jetzt viel auf Kraft, auf ja, Hilfsmuskulatur, Ausbalancieren gegangen mit fliegenden Bankdrücken. Hier ist schon geführt, wir nähern uns jetzt dem Ende. Alles andere ist schwach, deswegen gerne zum Schluss die Geführten machen. Am Kabel ähnlich. Und dann ab ins Bizeps-Training. Und dann auch Beine. Und dann Beine und dann Rücken. Und ein bisschen Nacken, dann können wir da haben. Come on. Easy. Yep. Come on. Come on. Move. Thanks. You're welcome. Ich weiß, wir haben wieder ein Störgeräusch im Hintergrund. So, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Intra-Workout. Warum? Jetzt sind so die ersten 45 Minuten des Trainings um, samt Aufwärmen und so weiter. Heißt, meine Mahlzeit 2 Stunden vor dem Training, die mir ordentlich Carbs gegeben hat, ordentlich Blutzuckerspiegel erhöht, die sind jetzt angeschlagen bis verbraucht, aber mit Zaps wollen wir auf Nummer sicher gehen. Das heißt, für die zweite Hälfte des Trainings, in diesem Fall das Bizeps-Training, gibt es den Intra. Der geht ziemlich schnell rein, das heißt innerhalb von 5 bis 10 Minuten ist der da. Aber damit fangen wir jetzt an, damit ich auch den rechtzeitig habe ab der Mitte des Trainings. Und dann kommt ja auch schon wieder euer Post-Workout danach. Deswegen gutes Timing jetzt und bis dahin konntet ihr euch konzentrieren und brauchtet die nicht noch. Ah, schön warm. Ja, gut, gut. So, ihr seht,
Keine umgekehrte Pyramide hier bei den Armen, bei den kleinen Muskeln. Danach mache ich es umgekehrt. Ganz normal, sogar mit vielen Wiederholungen. 20 waren es jetzt. Denn der Bizeps ist schon schwer und mit umgekehrtem Pyramidensystem beim Rücken bei. Warum nicht mal einen Ausgleich schaffen? Gut aus. Okay, 5 pro Seite wieder dran. Mit diesem Bänkler. Komm an. Bleib. Jo. Easy. Langsam runter. Ja. Hammer. Schwung hoch, langsam runter. Gut. Komm, 2 noch. Reiß sie hoch und noch ein. Ja. Jetzt ist so ziemlich der Bizeps im Arsch. Wenn ihr jetzt tendenziell mehr Wiederholung macht, jetzt mache ich zwar trotzdem immer nur so 8, weil er, naja, im Hinterteil ist, aber wenn ihr tendenziell mehr Wiederholung macht und bei den kleinen Muskelgruppen, könnt ihr jetzt auch die Pausenzeiten reduzieren. Das heißt, jetzt geht das Training wirklich ruckzuck vorbei. Gerade wenn ihr schwere Sätze habt, heißt vor allem Gewicht, das ihr bewegt, im Vergleich zu eurem Körpergewicht. Beim Rücken, Rudern, Kreuzheben, Kniebeugen, gerade bei den Beinen, Beinpresse. Lasst ruhig mehr Zeit, mehr Pause. Da könnt ihr bis 5 Minuten hochgehen, weil sich euer ganzer Körper, euer zentrales Nervensystem erholen muss. Bei dem kleinen Muskel, selbst wenn er noch so aufgepumpt ist und selbst wenn es noch so sehr brennt, müsst ihr euch nicht so lange erholen. Jetzt haben wir teilweise noch 1,5 bis 2 Minuten und dann kommt da auch gut was rein. Und es reicht. Sehr gut. Oberarme immer gerade lassen. Ja, langsam zurück. Komm, 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 komm. Fuck. Okay, und? Warte, warte, warte. Und direkt wieder. Los, weiter. Weiter, 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 weiter. Schnell, schnell, schnell. Und los, weiter, weiter, weiter. Langsamer, langsamer, viel langsamer. Bring Ruhe rein. Ja, genau, zurück, gerade langsam. Hammer, viel besser. Konzentrier dich, das sind die letzten Sätze. Danach wird der Bizeps eine Woche nicht trainiert. Na gut, beim Rücken. Ach, komm schon, komm schon. Okay. Ugh.
machen. Ja. Seht ihr, ein richtiger Trainingspartner liegt sogar neben einem Feuerlein an hier. Ich muss wäre du von hier. Du rollst dich jetzt einfach wieder hier rüber. Du. Come on! Ah, oh, fuck. Oh, dreimal schnell. Oh. Ah, ist das ein schönes Training. Das war's. Endlich mal ein Trainingssession, komplette Trainingssession zusammen mit Maib. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerade mit ihm hier, ich hoffe, ich kriege ihn öfters vor die Kamera, ab in die Kommentare. Like das Ganze wie immer. Like. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare, ihr kennt das Spiel. Und abonniert und schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Es sind einige lohnenswerte bei. Ja. Und den hier. Den habe ich auch schon bekämpft, aber verloren. Mit einem Schwertduell. Naja. Gut, so, wir sind raus. Ich gehe duschen. Adios. Like und Kommentare. Ja.